Das, was Herr Altmaier vorgelegt hat, das trägt die Signaturen der Planwirtschaft. Früher, liebe Freundinnen und Freunde, früher hat die chinesische Wirtschaft deutsche Produkte kopiert. Heute kopiert die deutsche Wirtschaftspolitik die chinesische Politik, und das ist die falsche Schlussfolgerung aus der neuen Wettbewerbssituation, die wir haben. Gegenteil. Im Jahr 2030 wird kein einzelnes Mitgliedsland der Europäischen Union noch in der G7 sein, würde man sie dann neu gründen. Aber die Europäische Union, die wäre weiter Mitglied der G7, und deshalb ist die Auseinandersetzung, die wir haben um die Systeme und die Suche nach freien und fairen Regeln für den Welthandel, das ist zugleich eine Frage, die wir mit einem Wort zu Anfang beantworten können, nämlich mit dem Wort Europa. In diesen Fragen müssen wir auf europäische Wege setzen und dafür den Status quo überwinden. Das ist symptomatisch für unser Land. Wenn die Spitze der Regierung auf Rohrpost setzt, dann darf man sich nicht wundern, wenn unten in der kleinen Behörde ebenfalls noch mit Papier gearbeitet wird. Das muss sich von oben bereits ändern. Wir wollen, dass ökologische Ziele mit demokratischer Legitimation und vor allen Dingen auch mit den Verhältnismäßigkeitsabwägungen unseres Rechtsstaats umgesetzt werden. Dann gibt es mildere und bessere Wege, zum Beispiel CO2-Einsparziele zu erreichen, als Flugverbote oder Rationierung von Flugreisen. Wir wollen, dass auch wer auf Sozialleistungen zeitweise angewiesen ist, dass sie oder er von jeder Stunde individueller Mehrarbeit profitiert. Das ist auch eine Frage des Respekts und der Leistungsgerechtigkeit. Wir können überall sparen, liebe Freundinnen und Freunde. An einer Sache sollten wir allerdings nie mehr sparen, und das ist die Bildung von Kindern und Jugendlichen und die Investitionen in Forschung und Entwicklung. Und was macht die Europäische Volkspartei unter Führung von Herrn Weber? Sie sagen, dass sie die Mitgliedschaft aussetzen. Das ist in Wahrheit ein Sieg von Viktor Orbán, liebe Freundinnen und Freunde. Schon vor Jahren hätte man ihm den Stuhl vor die Tür stellen müssen.